Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu Ultimate General Civil War. Und wir sind hier noch mittendrin in der zweiten Schlacht am Bullrun. Ich muss die ein kleines bisschen leiser machen, denke ich mal, das Spiel gerade eben ist sehr, sehr laut. Und dann machen wir auch direkt weiter. Spielgeschwindigkeit für mich natürlich gut eingestellt auf relativ langsam. Beziehungsweise machen wir mal ganz kurz eine Pause und schauen uns nochmal die Aufstellung derzeit an. Das erste Korps, oder I-Korps, aber das sorgt ja hin und wieder für sehr große Verwirrung. Damit ist nicht Auge gemeint, sondern I wie das I. Also das erste Korps hier im Süden, das zweite Korps hier quasi in der Mitte und das dritte Korps zur Flankensicherung ganz oben im Norden. Das ist schon mal gut. Schauen wir uns auch noch eben ganz kurz an, wie hier die Befehle lauten für die einzelnen Divisionen. Momentan geht es hier rüber. Genau, wir schauen mal hier. Das ist das erste Korps. Das erste Korps ist dazu auserkoren, hier auf Chin Ridge vorwärts zu gehen. Und zwar über Süden. Wir haben hier einen Bogen machen, nach oben abdrehen. Das zweite Korps soll sich um... Bin ich da jetzt richtig beim zweiten Korps? Ja genau, das zweite Korps kümmert sich hier um die Unionseinheiten an diesem Waldstück und das dritte Korps wird hier oben die Verteidigung weiter von Stony Ridge übernehmen. Dann erteile ich doch erstmal die Befehle. Wir schauen uns an die erste Division, die dritte Division. Die können wir jetzt einfach schon mal vorrücken lassen. Ich würde sagen, wir bewegen die dritte Division erstmal hier rauf. Die vierte Division im Anschluss soll nachgeführt werden. Dann die zweite Division, die erste Division können wir auch schon mal... Ah, die ist gerade dabei, in Stellung zu gehen. Ja, die kann ich eigentlich auch schon tendenziell weiter vorziehen lassen. Einmal bis hier. Und die zweite Division quasi als Unterstützung erstmal nachfolgend. Dann gehen wir rüber zum zweiten Korps. Was haben wir denn hier? Second Division... Ah genau, die erste Division hier quasi jetzt schon im Feindkontakt. Wir haben die zweite Division dahinter stehen als Backup und vielleicht sollte ich auch hier meine Kanonen etwas geschickter aufstellen. Habe ich denn hier bei der ersten Division Geschütze? Erste Division einmal hier. Stellen wir die Artillerie mal hier drüben auf. Und bei der Second Division... Ist da was? Die stellen wir hier auf. Dann haben wir die dritte Division. Und die vierte. Die übernimmt quasi die Flanke vom ersten Korps. Auch da können wir natürlich jetzt schon mal vorrücken auf diese Position. Und die dritte Division... Ja, die muss ich eigentlich auch über den Fluss hier rüberführen. Lasst uns die dritte Division einfach erstmal hier Stellung auch beziehen. Und dann gehen wir hoch zum dritten Korps. Erste Division ist hier oben aufgestellt. Ich würde sagen, ich werde die erste Division jetzt ein bisschen feintunen. Ziehen wir mal Barry kurz zur zweiten Division. Wenn wir die zweite Division mal umstellen. Dritte Division. Okay. Gehört Moody auch zur dritten Division? Ja. Moody ist im Gefecht. Jackson. Ah, habe ich die vergessen, irgendwie abzugraden. Die sind so... Schopsmodel 1855er sind das... Jetzt weiß ich gerade nicht, was Jackson hier macht. Sind das Plänkler? Dritte Division... Tut mich nach wie vor immer ein bisschen schwer zu erkennen, wer denn jetzt genau alles ausgewählt ist. Moody. Wir ziehen Moody hier ab. Um hier weiter drüben zu sichern. Gut, und dann lassen wir es laufen. Ja. Truppen sind unterwegs. General Beck wird nachgezogen. Carol Forrest. Longstreet, gehört zum zweiten Korps. Nein, jetzt habe ich wieder alle Befehle. So ein Blödsinn. Ah Gott, Alex. Jetzt muss ich Pause machen. Erste Division, zweite Division.
So ein Blödsinn. Also, First Division, Stellung beziehen, Second Division, anschließend Third Division. Okay, sollte passen. Hoffentlich mache ich nicht wieder den gleichen Fehler. So, habe gerade nochmal die Auflösung vom Spiel umgestellt, die war etwas zu gering. Gut. Scheiße, dass ich meinen selbst verursachten Fehler jetzt kleines wieder, klein wieder ausbügle. Erste Division ist in Stellung. Gut, im Süden ist momentan alles ruhig. Wir könnten mal schauen, dass wir vielleicht von Norden her ein bisschen Druck machen. Barry steht nur teilweise in Deckung. Ich ziehe den mal ein kleines Stück zurück hier. Gut. So, dann haben wir schauen. Vielleicht gehe ich auch wieder mit der Geschwindigkeit ein kleines bisschen hoch, wenn nichts passiert. Dann Nachschub, wie immer, sträflich vernachlässigt hier. Und dann schauen wir uns hier mal an. Ja, die erste Division muss ein Stück weiter vorrücken. Kann ich aber auch gleich mal eine Formation, die mir mehr liegt, dass wir zwei Brigaden vorne haben und eine in der Reserve. Und die zweite Division soll sich hier aufstellen zum zweiten Korps. Und hier im Süden, die Einheiten sind natürlich... Muss ich mir ein bisschen beeilen. Ich habe bloß noch 51 Minuten. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter vorwärts kommen. Vierte Division hinten nach. Könnte tatsächlich eng werden mit der Zeit. Muss ich aufpassen mit dem zweiten Korps, dass ich hier auch wirklich... So, irgendwo höre ich Nahkämpfe. Hier drüben, die Einheiten sind im Rout. Habe ich Kavallerie in der Nähe? Natürlich nicht. Aber mit Kavallerie habt ihr gemerkt, ja, wisst ihr was? Ich schau mal, ob ich mit der Kavallerie noch hinkomme. Erste Division kann ebenfalls schon vorrücken. Die Division darf auch über den Fluss. Und dann gehen wir rüber hier auf Dogon Ridge und hier im Süden Chin Ridge. Marschkolonnen stehen hier unten beim dritten Korps. Beim ersten Korps meinte ich. Mega ihre Positionen erreicht. Gehen wir hier mal in Stellung. Die vierte Division. In der Reserve. Dann schauen wir uns mal die erste Division hier in die Flanke ziehen. Ich denke mal, wir sind ja numerisch definitiv überlegen hier.
Ich höre wieder Schlachtgebrüll. Weißt du es nicht wo? Hier unten. Curtis Brigade. Wir drehen hier mal den Tenet. Dass der hier den Coltist unter Feuer nehmen kann. So, Kavallerie. Lass mal den mal hier auf die Artillerie chargen. Auf Wheat. Dritte Division läuft ebenfalls nach vorne. Ja, da brennt nicht mehr viel an. Aber das habe ich schon oft gesagt. Hier Sweeney ein Stück zurückfallen. Stellung wieder halten. So, langsam kommt hier wieder ein bisschen Ordnung rein. Die dritte Division ist viel zu groß eigentlich hier. Da lasst die ordentliche Hände schön. 29 Minuten noch. Müssen uns ein bisschen beeilen. Oh, jetzt habe ich wieder nicht verklickt. Einen Moment. Auf den Hügel hoch. Leider habe ich jetzt doch nicht so die Ordnung halten können, wie ich mir das natürlich immer vorstelle. Wir nehmen den Tuttle hier ein. Minuten noch. Ja, hier sind wir eindeutig numerisch überlegen. Rück mit Edwards ein Stück voll Druck hier auf Coltis machen. Die Person jetzt hier auch als Reserve. Wir haben Chin Ridge gesichert. 18 Minuten bleiben uns noch. Schauen, dass wir hier die Artillerie bekommen. Lance Brigade geht jetzt hier in den Nahkampf.
Können wir vielleicht ein paar Geschütze erbeuten, das wäre gut. Was wir vor allem auch brauchen, sind ordentliche Gewehre. Dogon Ridge haben wir jetzt auch gesichert. Und jetzt ran hier an die Artillerie. Ja, der Feind ist jetzt flächendeckend im Rückzug. Das ist im Übrigen auch das historische Ergebnis hier dieser Schlacht gewesen. Sieht es hier aus mit der Artillerie? Sehr gut. So, das war's mit der feindlichen Batterie hier. Ich gebe nochmal eine weitere Batterie. Auch die werden wir uns jetzt hier noch einverleiben. Ich denke, wir gehen jetzt hier auch gegen Chapman gleich noch in die... Bereit zum Gegenangriff. Natürlich sind wir bereit zum Gegenangriff. Der läuft auch schon bereits. Schnell, General, konzentrieren Sie alle Kräfte, um Henry Hill zu sichern. Da haben wir in der ersten Schlacht Bull Run ja auch schon das ein oder andere Scharmützel, naja, waren schon eher größere Gefechte auch gehabt. Das ist Popes letzte Verteidigungslinie. Von hier aus können wir seinen Fluchtweg kontrollieren und seine Armee einkesseln. Neuer Auftrag jetzt hier halten. Halten Sie Stony Ridge Hammer, Henry Hill einnehmen. Dann schauen wir uns doch mal an. Wir haben 2 Stunden 29 dafür Zeit. Wir machen eh schon massiv Druck jetzt hier auf den Gegner. Ich würde sagen, schauen wir mal runter zum ersten Korps. 4. Division, dass wir die 4. Division erstmal hier rüber bewegen. Erstmal hier in Stellung gehen lassen. 4. Division sind bloß 2 Brigaden, gell? Nee, wisst ihr was? 3. Division, 2. Zweite Division. Und die erste Division ebenfalls. Über den Fluss. Mal schauen, wie wir da drüber kommen. Gut, und ein bisschen Ordnung reinbekommen. Zweites Korps. Erste Division. Zweite. Dritte. Vierte. Die 4. steht hier schon ganz gut. Wir bringen jetzt mal die 3. Was ist eigentlich die 2. Division? Erstmal in Stellung bringen. Die 1. Division auch schon mal über den Fluss rüber. Die 2. Division. Sollte erstmal passen und dann beim 3. Korps. Ja, ich denke, wir können natürlich auch mit dem 3. Korps über die Flanke reinkommen. Nehmen wir mal die 1. Division bis zum Bahndamm vor. Dann sind die auch wieder ein bisschen in Ordnung. Wir können sehen, dass ich hier die Einheiten doch auch sehr, sehr weit auseinandergezogen habe. Ich denke mal, für die nächste große Schlacht werde ich auch Artilleriebrigaden zu einer Division zusammenschließen. 2. Division. Einmal hier. Und die 3. Division, die können wir derzeit hier noch lassen. Gehen wir den mal hier in eine Defensivposition. Dann schauen wir weiter. Welche Artillerie gehört uns hier zur 3. Division? Ja, die steht sehr weit hinten. Nach vorne ziehen. Und meine Kavallerie ist wieder sträflich vernachlässigt hier. Ne, wir bringen jetzt erstmal Ordnung in den Sauhaufen rein. Gut.
wie immer sträflich vernachlässigt hier meine Generäle. Und der Nachschub ebenfalls. So ein bisschen aufpassen. Schauen wir mal, ob wir in den Charge reinkommen. Sind wir wahrscheinlich zu langsam dafür. Oh, hier sind doch einigermaßen starke Einheiten zu finden. Bauen wir unsere Truppen tatsächlich erstmal hier auf. Sind ja doch weit verstreut. Zweite Division im Anschluss. Oh, die ist viel zu groß. Moment. Langsam kommt die Ordnung rein. Steht mir nicht die dritte Division. Die dritte Division mal hier in einer Reservestellung. Ja, wie gesagt, mir fällt es nach wie vor immer wieder auf. Es ist sehr schade, dass man nicht zumindest rudimentär verschiedene Formationen machen kann, sondern dass sie sich quasi in einer Reihe aufstellen. Drittes Korps ist auch langsam in Stellung. Ferguson, den hatte ich leider nach vorne befohlen. War natürlich mein Fehler. Wir kommen jetzt hier ganz gut über die Flanke rein, denke ich. Seht ihr, das kommt davon, wenn man nicht durchgängig Schlachtordnung einhält, dann hat man hier ein gewisses Koordinationsproblem. Und ebenfalls Einheiten von mir im Route, die habe ich natürlich jetzt auch relativ gewissenlos hier in die Stellung befohlen. So, dann rücken wir jetzt hier vor. Division nach vorne. Und die Artillerie hat hier keinen Nachschub mehr. Können wir die Artillerie auch nach vorne befehlen? Ich muss Jackson hier mal zurückziehen. Ich weiß nicht, was Jackson ist. Habe ich sind das Plänkler-Einheiten? Ja, Jackson sind Plänkler-Einheiten. Jetzt erkenne ich es auch. Den brauchen wir derzeit nicht. Die erste Division geht hier lange Wege. Vierte Division. Sturges.
So, wo bringt man jetzt die 4. Division, wisst ihr was? Die 4. Division darf jetzt hier Stellung nehmen. Und die 1. Division übernimmt die Flanke und dann hoffentlich habe ich jetzt endlich mal Ordnung drin hier. Calvillo muss hier für Hood übernehmen. Ging jetzt hier im Norden relativ stark, tatsächlich. Harris aus der Reserve nach vorne. Lane soll in die Flanke bei Leisure. Habe ich eigentlich Cavalry auf der Seite? Forest, was haben die für Waffen? Die Sharps Karabiner. Den Feind hier in die Flanke kommen. Tower ist Nahkampfkavallerie. Vielleicht sollte ich mir die Einheiten mal so benennen, dass ich ein bisschen mehr Überblick drüber habe oder auf einen Blick sehe, was die Einheiten genau können. Viele Einheiten hier auf der Flucht beim Feind. Dann haben wir die Kavallerie hier erledigt. Kampfangriff mit 2 Brigaden. Wisst ihr, warum die hier so stehen? Die im Fluss stecken geblieben. Jetzt bewegen sie sich. Wie sieht es denn jetzt hier im Norden aus? Kann Raw lieber nach vorne kommen. Okay, Sweeney ist schon wieder auf dem Rückzug hier. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Zweite Division nachziehen. Die 4. Division hier in die Flanke. Ja, ihr seht schon, ich habe auch noch sehr, sehr viele Einheiten in der Reserve.
Erster Nachschub ist hier leer. Bring ich den zweiten Mal hier hoch. Ne, Barry ist nicht ansprechbar. Sam ist hier auch noch in den Nahkampf. Na, weißt du was? Wir bringen die zweite Division hier in den Anschluss. Gut, dann würde ich sagen, lass mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren für diese Runde, indem ich jetzt hier quasi pausiere. Und wir schauen uns an, wie die zweite Schlacht am Bullrun dann weitergeht in der nächsten Folge. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit reinschaut. Und tja, jetzt verspreche ich schon seit einigen Folgen. Nee, ich nehme es mir vor, versprochen habe ich es nicht, versuche Ordnung reinzubekommen. Ein großer Sauhaufen nach wie vor. Ist aber jetzt nicht unbedingt so, dass es dem großen amerikanischen Vorbild nacheifert, denn auch da gab es regelmäßig natürlich wahnsinniges Chaos auf den Schlachtfeldern. Die Kommunikation war schwierig und die Einheiten oftmals schlecht ausgebildet. Wenn wir es so sehen, bin ich ein richtig guter Roleplayer. So, also in diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative, natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, Pfizer, Servus.